Erklärung folgt gleich. Ja, wie ihr seht, haben wir hier eine kleine Nische gefunden, wo wir uns unterstellen können. Denn was gerade eben passiert ist, das war definitiv so nicht vorherzusehen. Wir sind voll in den Regen gekommen und nicht nur das, ihr habt es vielleicht ab und zu auch gehört, auch noch Gewitter. Und das am Klettersteig. So eine Scheiße. Runter konnten wir nicht mehr, dafür waren wir schon zu weit. Weiter rauf ist genauso gefährlich. Wir wussten aber, dass hier eine Nische ist, haben wir in der Topo gesehen. Und wir haben Gas gegeben, so gut wie es nur ging, dass wir hier rechtzeitig reinkommen, bevor es uns richtig erwischt. Das Gewitter ist mittlerweile abgezogen. Ich denke mal, die Gefahr ist vorbei. Wir bleiben jetzt aber noch ein bisschen da, bis es aufgehört hat zu regnen. Und so sieht es draußen aus. Sehr durchwachsen. Es ist 14.15 Uhr, der Regen hat aufgehört. Wir haben mal auf dem Regenradar geschaut. Das sieht ganz gut aus für die nächsten paar Minuten, aber nicht allzu lange, denn das nächste Regengebiet kommt schon wieder hinterher. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Wir haben vielleicht noch so eine halbe Stunde Zeit, bevor es wieder losgeht. Die wollen wir nutzen. Ich denke, bis dahin sind wir auch oben. Also los geht's. Ein Blick zurück, von da unten kommen wir. Also es ist unglaublich, man sieht es von hier oben, wie nass das ist. Das war schon nicht einfach, vor allen Dingen noch in der Eile. Hier unsere Rastnische, die war Gold wert. Und jetzt geht es erstmal ein kleines Stück wieder quer und wieder nach oben. Und es gibt auch gleich einen Schmankerl, eine Seilbrücke. Dazu gleich mehr. Wie geht's weiter? Erste Traverse und dann steil hoch. Okay.
Ist ja nicht steil, auch nicht glatt, glücklicherweise auch nicht nass. Nein. Beste Bedingungen. Auf nichts. Und glitsch. Da hoch. Stufe 1. Hier ist ein Tritt. Das wird sogar überhängend, wenn ich das richtig sehe. Alter, ist das rutschig. Also auf so einen Scheiß anzutreten, ist dann schon nicht mehr so lustig. Katharina hängt sich voll rein. Also gar nicht steil. Darunter. Ach du Scheiße. Oh. Jetzt hänge ich auch gut drin. Sauber. Genau, Seilbrücke. Geschafft, sehr gut. Oh, die geht aber gut. Die wackelt nicht so schlimm, oh, die geht echt gut. Ja. Thank you.
gedacht, hier oben wird es dann trocken. Falsch gedacht. Also ich finde es am schwierigsten, wenn das Seil so nass ist. Ja. Das kostet unglaublich viel Kraft, dass das nicht durchrutscht, trotz Handschuh. Sie kann schon wieder Blödsinn machen. Offensichtlich wird es jetzt leichter. Allzu weit dürften wir auch nicht mehr haben. Ein Blick zurück. Sind wir da echt hoch? Ja. Yay! Wir sind am Wandbuch. Das sollte eigentlich bedeuten, dass wir das Schlimmste geschafft haben. Verwinkelt hier. Ah, jawohl. Heute ist der 19.07. Kann richtig schön sein, ohne Gewitter. Na dann, viel Spaß. Willst du bei mir raus oder kommst du so rüber? Dritteln noch, wie das jetzt hier weitergeht. Ah, da unten ist ein Tritt. Okay, das ist schon mal. Den sieht man halt erstmal nicht. Wir dürften es auch gleich geschafft haben. Was mir gerade auffällt, hier ist der Fels wieder trocken, hurra! Ja. Das macht es deutlich leichter. Das ist aber jetzt doch deutlich einfacher. Puh. Es ist geschafft. 15.11 Uhr. Wir sind auf gut 2040 Meter Höhe, also fast am Gipfel. Sieht man auch sehr gut am Gipfelkreuz da hinten. Wir haben es tatsächlich geschafft. Yes, check. Oh, den haben wir uns aber hart verdient. Oh. Irgendwie ziehen wir das Unglück in dem Urlaub magisch an. Aber was heißt Unglück? Es ist gut ausgegangen, Gott sei Dank. Es war uns eine Lehre. Mehr als drei Wetterberichte prüfen kann man kaum. Auch wieder wahr. Na gut, machen wir die letzten paar Meter noch. Hier kommt übrigens ein anderer Klettersteig hoch, der ist deutlich einfacher.
Oh, da ist auch eine Seilbrücke. Das ist ja cool. Ja. Es ist geschafft. 2059 Meter und wir sind auf dem Gipfel der Kanzelwand. Check. Yes. Was für ein Abenteuer. Oh, muss diesen Urlaub immer so ein Wechselbad der Gefühle sein? Es war bitterbös, aber mit dem Gewitter haben wir nun wirklich nicht gerechnet. War auch nirgendwo vorhergesagt. Naja, wir haben es überstanden, das Beste draus gemacht. Und jetzt schauen wir, dass wir wieder runterkommen zur Bahn, denn das nächste Regengebiet kommt schon wieder. Da sieht es nämlich gar nicht gut aus. Überhaupt nicht. Da auch nicht. Da auch nicht wirklich. Unser Abstieg geht jetzt hier runter in die Scharte und dann zurück zur Bergstation von der Bahn. Und während wir jetzt auf dem Abstieg sind, machen wir gleich unser Resümee. Das fällt diesmal sehr kurz aus. Ich fange mal an. Es gibt einen positiven Punkt, einen richtig guten. Wir waren allein auf dem Klettersteig. Es gab keinen Stau. Das war geil. Den Rest kennt ihr. Ich glaube, da muss man nicht viel dazu sagen, oder? Nicht zur Nachahmung empfohlen. Wichtig ist, dass man sich vorher informiert. Wir wussten auch, dass da eine Nische kommt. Und da haben wir einfach Gas gegeben, dass wir möglichst schnell uns da unterstellen können. Ja, in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Video. Ciao. Tschüss. Da hinten schaut's scheiße aus. Okay. Das nur. Ich habe nicht gerechnet. Geschafft. Der Wind ist unglaublich stark, die Gondel schwankt ziemlich heftig. Es gab eben auch am Gipfel eine Lautsprecherdurchsage, dass sie wetterbedingt den Fahrbetrieb einstellen müssen. Also sind wir die letzten 500 Meter gesprintet. Irgendwie reißt unsere Glückssträhne nicht ab. Das kann nicht besser werden. Aber noch fahren wir. Also. Ui, wir haben es geschafft. Die Bahn hat nicht gestoppt. Doch nicht. Hat der Blitz offensichtlich nicht eingeschlagen. Glücklicherweise. So, also, jetzt aber. Wir sind raus. Macht's gut. Tschüss. Ciao. Ja. Die Uhr kann alles, nur keine Uhrzeit. 13:25 Uhr. Ja. Geh weg. Ich hab'n. Immer noch. Okay. Scheiße. Ich krieg mal die Kamera gerade nicht gedreht.